Sehr genialer Wochenstart, Leute, kann ich euch sagen, denn ich habe das Ganze eben schon einmal aufgenommen und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und womöglich seht ihr, das weiß ich noch nicht so genau, mal wieder eine Premiere auf YouTube. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, aber ich glaube, das Video wird ein bisschen länger. Ich kann es noch nicht genau sagen, also wenn es keine Premiere wird, dann sage ich schon mal Entschuldigung, dass keine Premiere geworden ist. Aber wenn es eine Premiere wird, dann bin ich natürlich interaktiv mit euch am Start, also wenn das Video dann startet, und dann können wir das gemeinsam schauen, könnt ihr mir schon mal so die ersten Meinungen tippen, denn wir haben gestern Abend ja im Livestream gesehen, meine Livestreams laufen auf Twitch, und ich habe heute mal so ein bisschen mein Layout eigentlich aus den Streams genommen, und da, wo jetzt eigentlich das Rathaus 14 ist, ist sonst immer so ein bisschen der Chat, und sonst flimmert auch immer so ein bisschen um mich rum. Das habe ich jetzt mal gänzlich rausgenommen. Und bin jetzt aber, beziehungsweise wir waren gestern Abend noch ein bisschen im Update-Talk. Wann kommt das Update wirklich? 9.52 Uhr habe ich gesagt. Ich lag ungefähr 20 Minuten, 28 Minuten daneben. Ich glaube 10.20 Uhr oder so ist angefangen. Wir haben es jetzt 11.15 Uhr, die erste halbe Stunde ist um. Und der Timer ist nochmal hochgegangen. War eigentlich auch so ein bisschen zu erwarten, dass der Timer hier hochgeht. Aber wir haben gestern Abend schon schön über das Update, so ein bisschen über den Sneak oder überhaupt über die Sneaks gesprochen. Und ich werde heute, denke ich mal, mit einem Account hier anfangen. Aber wir werden auch die anderen Sachen so ein bisschen durchleuchten. Vielleicht fangen wir irgendwann nochmal einen neuen Account an, um auch mal das zu sehen. Wie schnell geht es denn jetzt wirklich voran in Clash of Clans? Mit gerade 9 Accounts von 2 bis 6 ist ja sehr, sehr interessant, was dazu kommt. Und niemand weiß, wie es läuft, wie es geht. Und am eigenen Leib dann sollte man es einfach mal ausprobieren und das Ganze mal abchecken. Ich checke das Ganze hoffentlich mit euch ab. Also wenn es eine Premiere wird, dann würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn es dann keine wird, dann wird es halt keine. Aber ich denke mal, es wird eine, weil das Video wird sicherlich ein bisschen länger. Und dementsprechend können wir da ruhig mal so ein bisschen was machen. Also ich werde in jedem Fall dann am Start sein, auch im Chat sein. Und ich war ja schon ewig nicht mehr im YouTube-Chat. Also lasst euch überraschen, hypen, keine Ahnung. Ich hype jetzt auch noch ein bisschen mit. Ein paar Minuten haben wir ja noch, 18 Minuten. Ich bin auf jeden Fall startklar hier. Und ja, dann würde ich sagen, freue ich mich. Ich hab mir schon hier fett Kaffee geholt. Ja, also eine ganze Kanne. Wird ein langer Tag. Okay, bis später. Ciao. Okay, Leute, angeblich geht's jetzt los. Ich bin wirklich, wirklich mal gespannt jetzt, was auf uns zukommt. Erstmal in den App Store gehen. Wir können aktualisieren. Also ich mache das jetzt mit euch so. Oh, ich muss gerade noch die Lichter anmachen. Ich hatte nämlich schon wieder verdunkelt und ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich mit euch im Livestream. Schütte mir hier einen schönen Kaffee ein und mache ein bisschen ASMR für euch. Hat ja jetzt doch ein bisschen länger gedauert, also die längsten 2 Minuten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und naja, okay, ich schnibbel das Ganze gleich für euch zusammen und ja, bin jetzt erstmal wirklich gespannt, was auf uns zukommt. Eben mal mein Buch holen. Ich habe immer so ein Buch unter meinem Tablet. So, meine Augen. Ah, die brauche ich ja. Die Augen brauche ich mal nicht. Ich lass die Augen jetzt mal weg. So, auf geht's. Sollen wir wirklich mal öffnen? Ja, ne? Ich würde sagen, wir öffnen. Opening. Oh, 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 jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Läuft. Jawohl, neuer Ladebildschirm. Oh, der sieht schick aus. Der gefällt mir schon mal sehr, sehr gut, muss ich sagen. Eigentlich heißt es immer Never Play on Patch Day, ne? Der Ladebalken hängt. Oh, der Ladebalken hängt. Oh, oh nö. Nein, er geht weiter. Er geht weiter. Angemeldet als Toto. Hallöchen. Das ist alles? Das ist jetzt alles? Nein, ist natürlich nicht alles. Willkommen bei Rathaus 14. Okay, meine Teammates sind auch schon dabei. Jetzt geht's los. Kurz überlegen müssen, was da steht. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich bin ja wieder im Clan Spätzle mit Soße. Und ich gehe als erstes mal auf den Shop, weil ich bin ganz, ganz gespannt auf die Paketchen hier. Was es hier gibt. Oh, boah. Jo. Alles klar. Eieieiei, 10,99, 5,49 und es gibt eine neue Szenerie, Epic Jungle Szenerie, es gibt eine neue Szene,
Oioioi, wie sieht die aus? Oh, die sieht gut aus. Oh, 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 ich habe mir ja bisher alle Szenen mit diesem Account zumindest gekauft. Und es gibt den... Was? Wat? Oh. Dschungel-Champion. Ein Dschungel-Champion. Alter, okay. Go wild. Das Ganze läuft 12 Tage. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber hier bei den Büchern haben wir natürlich nicht ganz so lange Zeit. Also ich war wirklich so ein bisschen gespannt, was es hier an Bücher gibt. Und jetzt gibt es natürlich hier, ja. Okay, das sind jetzt die neuen Events hier. Ich habe immer ein bisschen Schiss, muss ich sagen, wenn ich hier so aufnehme, dass uns Supercell hier wieder was reinbringt. Oh, es gibt auch wieder eine Jungle Challenge. Okay, und da klicke ich jetzt heute mal nicht rein. Ich möchte erstmal ein bisschen das Update haben. Fill your treasury faster, Starbonus. Vierfach Lot, jawohl, ich bin noch in Titan 3. Perfekt, 6 Mauerringe hier für ein paar Riesen, okay. Die April-Saison ist da, alles klar. Und Small Brawl kommt dann als nächstes. Alter Falter, aber ich habe ja gestern schon gesagt, wenn wir hier das Rathaus leveln, dann sind wir erstmal die nächsten 100 Wochen mit Kobolden unterwegs. Aber ich würde sagen, wir hauen rein. Wir können sogar noch ein bisschen was lagern hier, sehe ich gerade. Beziehungsweise, ja, oh, die Pötte werden nicht ganz voll. Das ist cool. Und, ah doch, jetzt werden sie doch voll. Alles klar, dann starten wir jetzt ins Update. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt richtig update oder ob ich jetzt nicht richtig update. Aber ich glaube, das Rathaus, da warte ich jetzt nicht 20 Tage drauf, oder? Ne, 17 Tage dauert es nur. Okay, 17, wahrscheinlich wegen dem Pass, ne? Wahrscheinlich wegen dem Pass. Das gibt es alles Neues hier. Und ja, das gibt es aber erst, wenn wir das Rathaus haben. Also nehmen wir das Rathaus hoch. 17 Tage gespart, 25 Mauern. Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf Mauern, aber wir nehmen das mit dem Hammer hier. Den holen wir uns auch sofort wieder, den Hammer. Und gucken mal, was wir noch für ein Gebilde machen können. Ui. So. Jungle-Szenerie unlocked. Okay. Oh, die kriegt man nur, wenn man Rathaus 14 ist. Okay. Die bekommt man nur, wenn wir Rathaus 14 sind. Und jetzt 5 Tage erstmal nur auf diesen Account hier farmen. 5 Tage auf diesem Account farmen. Und uns wird gleich angezeigt, was wir machen können hier. Wie im Tutorial. Okay. Wir können, wir können, nein, das machen wir nicht. Wir holen uns erstmal den Hammer hier wieder. Denn die 7 Tage laufen ja ab jetzt und das sind hier die neuen Sachen. Okay, Pethaus. Alles klar. Ein Pethaus, was haben wir noch an Defenses? Kriegen wir dazu, 25 Mauern und wir bekommen ein paar Traps dazu. Die holen wir jetzt auch direkt raus. Die kosten erstmal ja nichts und haben auch überhaupt keine Upgrade-Zeit. Dann, nehmen wir uns die hier hinten mal am Rand, dass wir die so ein bisschen im Blick haben. Holen wir uns aus dem Shop raus hier, gar kein Thema. So nenne ich das immer. Also wenn ich davon spreche, wir holen uns was aus dem Shop raus, dann meine ich genau das, was ich jetzt eigentlich gerade mache. Und die werden wir natürlich dann bei mir in der Base auch sinnvoll integrieren, dass der nicht immer dahin springt, wo ich eigentlich hin will. Das ist auch nicht immer so gut. Er kann da eigentlich gleich reinspringen. Denn oder in die letztgemachte Tätigkeit vielleicht. Wir haben eine suchende Luftmine und wir haben noch eine Luftmine. Bei den Traps hier, Airbomb, da ist sie. Und ja, das sieht gut aus. Wir können die Bilder... Oh, ich habe nirgendwo hingeklickt. Upgrade. There has to see how they can help. Okay. Oh, ich habe nichts angefasst, Leute. Ich habe nichts angefasst. Aber okay, 807.000 oder halt Upgrade mit Hammer. Bußbilder. Machen wir gleich. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal weiter die Dinge hier aus dem Shop raus. 11 Tage, eine Stunde. Okay. 11 Tage, eine Stunde. Das ist aber auch krank. Donnerwetter. Town Hall 14 Pack gibt es auch. Okay, 54 Euro. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht so ein Käufer hier. Muss man ganz klar sagen. Und ja, die 25 Mauern, wo sollen wir die denn eigentlich hin tun? Ist das Dorf eigentlich so ein bisschen vergrößert worden? Ich glaube, das ist ein bisschen vergrößert worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welche Richtung es jetzt geht. Es soll aber in die Richtung gehen. Hier geht das. Naja, das geht, okay. Oh Mist, ich brauche eine Rathaus 14 Base, Leute. Ich brauche eine Rathaus 14 Base. So, dann können wir hier noch ein paar hinflanschen.
Jawohl, da haben wir die Mauern auch schon mal raus. Mauern machen, Leute. Och, geht gar nicht, okay. Geht gar nicht. Mauern machen ist eigentlich ein No-Go. Aber egal. Dann nehmen wir das Pet-Haus hier. Wir wollen natürlich auch die Pets haben. Wir wollen natürlich auch die Pets haben. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo ich anfange, ich will nicht sagen geizig zu werden, aber 1498 Gems. Oder ein Hammer. Wir lassen mal 11 Tage laufen. Nein, machen wir natürlich nicht. Machen wir natürlich nicht. Wir haben ja relativ voll unsere... Okay, das ist die epische Winterszene und die anderen Sachen. Jungle-Szene ist neu. Habe ich die jetzt bekommen? Ach, die habe ich einfach so bekommen, oder was? Ei, ist ja sehr cool. Das wusste ich nicht, Leute. Alles klar. Na, da lassen wir... Ja, okay, da habe ich mich nett überraschen lassen. Und... da habe ich mich sehr nett gerade überraschen lassen. Aber wir können ja noch ein paar Sachen mehr upgraden hier. Wir haben hier den Adler, den wir upgraden können. Wir haben die Clanbook, die wir upgraden können. Wir bekommen dann einen Zauber mehr dort rein. Und natürlich diverse Defenses, die wir updaten können, wie den Scattershot. Wir können meines Wissens die Kanonen updaten. So, und da musste der Tote eben ans Telefon. Was wir natürlich auch updaten müssen ist... kostet alles... kostet alles heftig viel. Okay, 5-5-1 geht aber noch, läuft 10 Tage, die müssen wir in jedem Fall leveln, sonst können wir einige Sachen wahrscheinlich gar nicht upgraden hier. Ich gucke mal, Scattershot mit 16 geht noch, der geht auch noch, okay. Also das kriegen wir sogar noch mit den alten Lagern hin, aber Labor geht mit 10-2 auch ganz schön durch. Leute, heftig. Ich weiß auch gar nicht, welche Truppe wir als erstes hier anstarten sollen. Zum Upgraden, so ein paar gibt es ja. Den Eisgolem, die Valkyre, den Minion, was haben wir hier unten? Den Giftzauber, den Klonzauber, okay. Ich muss erst updaten, alles klar. Den Babydrachen geht auf 8, dann Heiler 7. Ich glaube, Heiler wäre eine gute Option, ne? Aber erstmal müssen wir das Ding natürlich hoch haben. Das ist jetzt eine schwierige Situation für mich. Ich habe nicht mehr genug Elex und ich habe auch nicht mehr, na, ein bisschen Gold habe ich natürlich. Aber ich glaube, die Hauptkampfwaffe ist dieses Teil hier. Nach wie vor. Ich glaube, die Hauptkampfwaffe ist dieses Teil. Der dritte Zauber, weiß ich nicht genau, ob der es wirklich bringt. Deswegen daten wir das Ding ab hier und machen das mit dem Hammer fertig. Wir haben ja noch ein bisschen was. Dann haben wir jetzt erstmal das komplett überall rausgespült und können natürlich jetzt wieder reinfillen und wir können uns ein paar Sachen aus dem Pass wahrscheinlich schon holen, die wir uns nachholen können. Ja, Book of Fighting noch nicht, dunkle Rune, okay, Heldenleveln. Ah, Leute, es ist wieder so unheimlich viel. Es ist wieder so unheimlich viel Book of Spells, okay, aber oh, die anderen Bücher nicht, also wir müssen doch irgendwie kaufen oder so, oder wir müssen hier halt ein bisschen hart Pass spielen heute Abend. Doch, Book of Fighting. Oder wir müssen halt hart Pass spielen. Es kommt aber gar kein Buch mehr. Doch, da kommt Book of Building. Hier hinten. Ah. Okay, hier hinten kommt das. Ja, mal sehen. Alles klar. Oder wir können hier eins kaufen. Ah, nee. Die nehmen wir in jedem Fall mal mit, damit wir auch wieder heftig trainieren könnten. Und dann würde ich sagen, wir haben noch einen Hammer zum Hochhämmern. Und da würde ich sagen, nehmen wir mal die Clan Castle, die Bilderhütten und so weiter. Wie viele Tage laufen die denn eigentlich erstmal? 8 Tage, 12 Stunden auch. Och, Leute, ist das lang. Alles dauert hier jetzt so lang. Das dunkle Lager geht auch hoch, ne? Jo, ist in Ordnung, weil wahrscheinlich auch die Helden jetzt richtig Asche kosten. Warte mal, die Queen. 260.000. Ah, das geht ja noch. Das geht ja hier noch rein, okay. Also Helden können wir in jedem Fall leveln. Da weiß ich auch noch nicht, welchen Helden ich eigentlich level. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich erstmal den Warden hochziehe. Nicht Inferno-Turm, sondern den Warden hochziehe. Weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Wir haben aber noch ein bisschen Boost. Beziehungsweise wir können den Boosten 1 Stunde 5. Ja, machen wir natürlich nicht. Tja. Das ist eine gute Frage, was wir machen, ne? Das ist eine gute Frage. Die können wir erstmal nur mit Gold hochpushen. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Select the row hier. Dann machen wir das eben mal. Ich hole mal eben hier alles raus, was hier noch so drin ist.
Und damit wir die Mauern wenigstens auf so einen anständigen Level bekommen, sage ich mal. Warte mal, wir nehmen mal eben die Mine hier weg und auch die Bombe, dass wir eben mal die Ida ranbekommen. Selectro drehen. Dass wir die hier irgendwie ranbekommen. Halt. Das war doof. Das war nicht so geschickt von mir, Toto. Das war nicht so geschickt von mir gerade. So, eben mal updaten und dann können wir die nochmal nehmen und jetzt hier ranschieben, oder? Ja, jetzt können wir die ranschieben. Perfekt, und dann können wir die weiter leveln hier. Dann geben wir erstmal dafür was aus, ne? Solange wie ich das dann auch mit Elex machen kann. Irgendwann gehen die ja mit Elex. Gucken wir mal, wann das der Fall ist. Oh, immer noch kein Elex, okay. Aber jetzt, alles klar. Jetzt können wir die mit Elex ziehen. Und das war es aber auch schon. Jetzt habe ich noch ein paar von dem Mauerring natürlich. Uiuiuiui, müssen wir das eigentlich updaten? Ne, das brauchen wir nicht updaten, okay. Labor müssen wir aber machen, kostet 10 Mille. Ich würde jetzt ganz gerne das Elex eigentlich schon mal ausgeben für irgendwas. Weil die gute Frage ist, 5 Mille kostet hier nichts mehr, ne? Wir können mal hier oben schauen. Gold Storage, der kostet 5 Mille. Okay. Der Gold Storage kostet 5 Mille und das war es dann aber auch schon. Dann würde ich sagen, wir stoßen schon mal einen an. Und dann läuft schon mal ein Gold Storage. Jetzt bin ich auch wirklich endlich mal wieder richtig, richtig blank. Und was natürlich jetzt auch nicht so schlecht ist. Gebäudehammer. Na doch, wir haben noch einen Gebäudehammer. Okay. Wir haben noch einen Gebäudehammer. Nehmen wir jetzt die Clan Castle oder nehmen wir das Labor? Clan Castle oder Labor? 17 Tage. Geht gar nicht. Ab dafür. Den Hammer können wir jetzt nicht mehr nachkaufen. Das heißt, wenn wir jetzt das Labor leveln wollen, dann müssen wir uns diese Storages hier alle erstmal füllen. Warte mal, wo ist denn hier so ein Storage? Wo ist ein Storage? Da. Dann müssen wir uns den einmal füllen. Und dann können wir das Ding updaten hier. Ja. Leute, ich habe ja gesagt, irgendwann muss das Zeug mal raus, ne? Irgendwann muss das Zeug mal raus, ne? Wir haben Pets freigeschaltet, okay? Irgendwann muss das Zeug mal raus. Wir haben Pets freigeschaltet. Let me offer to your pet. Ui. Ich habe ein Pet da. Pets are powerful companions, okay? That fight along your heroes in battle. Oh, you can upgrade them to make them even more powerful. Wir können sie also updaten. Let's pair up the first one. Achso, man muss sie noch paaren, okay? Man muss sie noch paaren. Ah. Ich hoffe, das kann man dann später noch mal ändern. Excellent choice, okay? Ich hoffe, das kann man später noch mal ändern. Kann man das noch mal ändern? Ja, man kann es ändern. Okay, also man kann es einfach ändern. Aber die sind jetzt erstmal gepaart. Alles klar. Pet Level 2 und so weiter bekommt man natürlich nur frei, wenn wir das Pet Haus hier leveln. Jo. Leute. Alles klar. Eieieiei. Junge. Aber wir können hier forschen. Dafür fehlt uns natürlich jetzt auch ein bisschen Elex. Alles klar. Alles ist immer Elex-lastig am Anfang. Immer ist alles so Elex-lastig. Was mir gar nicht so gut gefällt, muss ich sagen. Und Dunkles haben wir noch nicht mal genug. Guck mal, wir haben noch nicht mal genug Dunkles hier, um den Eisgolem hier zu machen. Auch nicht schlecht. Wir haben auch nicht genug Elex, um zum Beispiel vielleicht den Heiler zu machen. Schlecht. Hammer nachkaufen müssen wir noch nicht, okay. Aber was wir eigentlich machen können, wir können uns natürlich ein bisschen Elex einfach kaufen hier. Für so ein paar, ja, machen wir einfach mal. Einmal, zweimal, dreimal. 12,8, reicht das schon für irgendwas? Gucken wir mal, für die Heiler vielleicht? Nein, reicht immer noch nicht, okay. Gehen wir wieder rein, wir haben 2,61. Das ist in Ordnung. Und reicht das Ganze jetzt? 18 Mille, das sollte reichen, um unsere erste Truppe hier zu machen. Ich glaube, wir nehmen die Heiler. Die Heiler, nimmst du einfach immer mit. Es ist einfach so. Wir können uns die Heiler natürlich jetzt auch hochballern, direkt mit so einem Hämmerken. Aber ich will ein bisschen Dunkles sparen. Das heißt, wir nehmen erstmal die Heiler und nehmen dieses Buch hier. Dann haben wir den schon mal fertig. Und dann würde ich fast sagen,
Minions oder den da unten, den wir uns hochhämmern könnten. 14 Tage, den nehmen wir ja auch eigentlich immer ganz gerne. Ne? Die anderen Sachen sind auch nicht schlecht. Sind auch nicht schlecht. Ach, es ist immer so schwierig, Leute. Es ist wirklich immer sehr, sehr schwierig. Was mache ich nicht? Kann man nicht anders sagen. Ich will eigentlich gar nicht das ganze Dunkle ausgeben. Minions und Valkyren ist nicht so eine Truppe, die ich so ultra häufig nehme. Deswegen verschwenden wir den Hammer hier, glaube ich, dafür. Holen uns die jetzt auch gleich nach, den einen hier. Und dann haben wir noch einen Zauberhammer. Den nehmen wir auch, den Zauberhammer, würde ich sagen. Dafür haben wir uns die ja auch aufgespart, ne? Dafür haben wir uns die aufgespart. Gift-Klon. Wir nehmen den Klon. Denn der kostet Elex. Einmal den Zauberhammer. Wir können auch zwei Hammer hier nehmen. Den können wir ja direkt nachballern. Also haben wir wieder einen. Das heißt, wir haben ja jetzt die anderen auch noch, ne? Oder? Lass mal gerade gucken. Ja, wir haben ja die anderen auch. Einen Heldenhammer, einen Truppenhammer. Den einzigen Hammer, den wir jetzt nicht mehr haben, ist der Gebäudehammer. Okay. Das heißt, wir können uns noch ein bisschen hier oben was hochballern. Sehr schick. Noch ein Zauber vielleicht. Ja, wir nehmen noch einen Zauber mit, würde ich sagen. Wir nehmen noch den Zauber mit. Und eine Truppe geht ja auch noch. Ah, da kriegen wir schon wieder die Hälfte des Updates hier. Da kriegen wir schon wieder die Hälfte des Updates. Puh, Mauerbrecher. Hm. Da gibt es natürlich die super Mauerbrecher. Babydrachen auf den Level. Babydrachen oder Mauerbrecher? Wir haben demnächst neue Mauern, Leute. Wir haben demnächst neue Mauern, Leute. Und dann nehmen wir lieber den Mauerbrecher. Wir nehmen lieber den Mauerheini. Und damit kann ich mir jetzt schon mal hier nichts mehr nachkaufen. 7 Tage dauert es jetzt. Jupp, Alter. Ah, Leute, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich die Bauarbeiter hinschicken soll. Ich bin ganz ehrlich. Es triggert mich gerade so ein bisschen hier, was hier abgeht. Ich finde find das Rathaus so schön. Ich finde das Rathaus eigentlich sehr schick. Und aber ich würde ganz gerne auch mal jetzt die anderen Sachen machen. Also wir haben jetzt ein Pet. Da brauchen wir irgendwie nur, das ist glaube ich immer da. Wir machen jetzt gleich mal einen Angriff. Das ist glaube ich immer irgendwo da. Und mal sehen, wie wir uns die anderen Pets hier freischalten. Ich würde aber ganz gerne heute Abend, würde ganz gerne heute Abend mit euch ein bisschen weitermachen. Und zwar hatte ich ja gesagt, hier dunkle Truppe. Da könnten wir eigentlich, da brauchen wir gar kein Gold. Gar kein dunkles für verballern, würde ich sagen. Da würde ich gar kein dunkles für verballern, sondern... Ach, guck mal, da ist das Pet. Ui, da ist er ja. Der kleine, Lassie. Da ist er ja. Okay. Oh, es wird voller im Dorf. Ich hoffe, die sind alle stubenrein, die Tiere. Ja, ich hoffe, die sind alle stubenrein. Und unsere wichtigste Hauptperson ist nach wie vor unsere Königin hier. Nehmen wir mal das Buch hier. Und dann haben wir die... Achso, habe ich die jetzt abgedatet? 80? Ach nee, die ist ja auf 80 im Moment. Okay, wir müssen sie sowieso leveln. Stimmt, die ist ja jetzt auf 80. Habe ich jetzt gar nicht mehr ran gedacht. Die ist ja jetzt auf erstmal 5 Tage auf Endlevel. Aber egal, wir müssen sie ja sowieso leveln. Also passt, ich habe mich jetzt erstmal ein bisschen leer gefarmt. Und es gab ja noch so unheimlich viel in den Update-Notes. Wenn ihr sie von gestern nochmal in Zusammenfassung gelesen habt, also die Fully-Patch-Notes hier, die gibt es in Deutsch übrigens auch. Die gibt es auch in Deutsch. Und interessant sind vor allen Dingen hier ganz, ganz unten diese Punkte, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, was hier eigentlich noch so passiert. Am besten guckt man immer in den Blog bei Clash of Clans, denn dort ist nochmal so ein bisschen mehr drin als hier in so einer kleinen, kompakten Zusammenfassung. Und jetzt brauche ich auch meine Brille. Und von daher ist das, glaube ich, nochmal ganz nett, das Ganze nochmal nachzulesen. Und es ist so eine Sache, die hier ja in jedem Fall geändert wurde, sind die Errungenschaften hier. Und auch dieses Menü hier hat sich ja komplett geändert. Ja, alles nochmal ein bisschen aufgeräumter. Ihr seht, ich habe ein Pad und habe jetzt schon so ein paar Sachen hoch. Muss sowieso alles hoch, Leute. Muss sowieso alles hoch. Und von daher ist das jetzt auch nicht so schlimm, dass wir den Gift und den Klon schon wieder auf Max Level haben. Das macht jetzt nichts. Und auch die ein oder andere Truppe, die auf Max Level haben, Heiler vor allen Dingen. Und da sieht man aber den wirklichen Stand meiner Helden. Und jetzt gucke ich mal, die Errungenschaften sind hier nochmal neu sortiert worden. Aha, okay, tatsächlich hier oben standen immer die Sachen eigentlich, oder die standen so durcheinander drin.
Und das sind ja die neuen hier. Das heißt also ein paar Hüttenspenden hier, beziehungsweise so ein paar Siege Machines hier, Belagerungsmaschinen. Dann, okay, das Ding haben wir immer noch. Mal sehen, ob wir das jetzt mit Rathaus 14 mal loswerden. Und not so easy for this time, das stimmt. Da müssen wir die Town Halls zerstören. Hier müssen wir ein paar Bilderhäuser zerstören, okay. Ja, die werde ich heute Abend leveln. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das eigentlich machen können. Okay, hier sind noch ein paar Scatter-Shots. Oh, das passt. Und hier unten, ja, im Nachtdorf hat sich natürlich mal wieder gar nichts getan. My Clan, da kann ich jetzt natürlich jetzt nicht gucken. Search Member oder sowas, das muss ich dann später mal auf einem anderen Account machen, um euch das nahe zu bringen, was dort, wie es dort aussieht jetzt überhaupt in den Clans. Und ich habe jetzt ein paar Bilder natürlich frei. Ich lasse mal die kleinen Sachen hier eben rennen. Ne, ich habe gar kein Gold. Okay. Dort hat gar kein Gold. Ich hab jetzt aber eben mal ausgerechnet, dass im Pass wären es nur 1100 Euro, dann hätten wir hier wieder so ein paar Sachen. Vor allen Dingen hier hinten die Runen hätten wir wieder. Dunkles kriegen noch ein Heldenbuch. Ah, vielleicht ist das die günstigere Variante. Ja, ich wollte ja erstmal das eine Pet haben. Dann gucken wir uns das auch mal an, wie das Pet kämpft. So. Endlich mal wieder Clash of Clans. Alles klar. Bitte jetzt nicht. Bitte. Ja, habe ich schon. Nein. Was? Ja, nee, ich streame nicht. Ich mache eine Aufnahme. Und ich wurde wieder gestört. Aber wenn man das Spiel nochmal neu lädt, dann kommt jetzt auch endlich hier Rathaus 14 zum Vorschein. Ja, mitten in der Suche habe ich jetzt, wurde ich gestört. Mal wieder. Okay, oh, Rathaus 11 hier. Das Looten wird hier bestimmt wieder heftig schwer sein. Und aber mir fällt sofort auf, dass da beim King dieses Pet steht. Ich weiß noch nicht, ob wir das, wie wir das überhaupt rausbringen müssen. Das Pet, das werden wir jetzt gleich feststellen. Wir brauchen aber erstmal ein bisschen Loot. Jetzt hat natürlich keiner was. Alle geben jetzt alles wieder aus. Tolle Wurst. Also werden wir wahrscheinlich ein bisschen mit Kobolden farmen. Kann ich mir vorstellen. Den nehmen wir mit. Wir sind ja schon viel stärker als er. Nein, stimmt nicht. Wir sind natürlich nicht stärker als er. Was haben wir denn hier? Ein Hybrid. Alles klar, ein Hybrid. Dann müssen wir hier ein bisschen funneln, ne? Einmal ein wenig funneln. Da passiert uns erstmal nichts. Und hier nehmen wir ihn hier mal mit rein. Ich setze jetzt gleich erstmal eine Königin, der muss erstmal sterben, bevor ich die Heiler wieder setze und sie gehen wie gestern Abend wieder auf den Yeti. Ist mir gestern Abend schon wieder passiert. Und der muss jetzt erstmal das Zeitliche segnen, aber wir können dann hier schon mal zwei Magier setzen und da auch zwei, dass die vielleicht schon mal das da wegmachen. So sieht das gut aus. Ich habe keine Ballons dabei. Okay, ist aber nicht so schlimm. Wir haben einen Mauerbruch. Zwar genau dort. Da könnten wir ja jetzt bis zum Adler gehen. Aber ich würde jetzt ganz gerne hier mal mit dem Hühnchen. Okay, der kommt automatisch mit raus. Alles klar. Das kann man also nicht nochmal steuern, sehe ich jetzt gerade. Das können wir nicht nochmal steuern. Das Pet, und das ist ja ein Damage Dealer, ist das, glaube ich, ne? Das ist so wie so ein Damage Dealer, glaube ich. Und dann nehmen wir erstmal die Königin dort. Nochmal ein Mauerbrecher. Perfekt. Läuft bei mir. Da hinten die Bauhütte muss jetzt runter. Wo ist mein King? Oh, mein King ist schon down. Ah, jetzt ist der King down. Okay, und jetzt ist auch das Pet da down, sehe ich gerade. Alles klar. Oh, der Adler geht down. Passt so. Dann nehmen wir eine Kaserne hier vielleicht hin. Hier hinten einen von denen hier. Und hierüber steuern wir jetzt. Oh, meine Queen geht down. Meine Queen geht da down. Okay. Oder noch nicht? Ah, doch. Ah, jetzt geht die Queen doch down. Alles klar. Oh. Erster Angriff nach Update. Ist immer schwierig. Vor allen Dingen habe ich jetzt gar... Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich hier so viel Zauber? Weil wir ja einen Zauber mehr haben, Leute. Wir haben jetzt einen Zauber mehr. Aber wieso habe ich so viel Zauber hier? Wir können ja richtig asen mit den Zaubern. Alles klar. Und da ist der Royal Champion. Den können wir, glaube ich, jetzt gleich nochmal slowen. Schauen wir mal. Jawohl. Und vielleicht sogar auch noch wegfriesen. Ja, machen wir auch. Sehr schön. Hier haben wir aber noch ein Compartment zu schaffen hier. Das könnte nochmal ein bisschen schwieriger werden. Ah, läuft.
Jetzt wollte ich gerade sagen, okay, war auch nur ein Rathaus 13. Der hatte keine Klamburg. Sag ich. Ich weiß, das ist immer meine Ausrede, Leute. Das ist immer meine Ausrede. Alles klar, perfekt. Okay. Ich konnte natürlich heute jetzt mittags nicht livestreamen, denn ich muss jetzt leider weiter arbeiten. Schneide das Ganze jetzt für euch zusammen, dann wird das eine schöne, schöne Premiere. Und dann sehen wir uns, glaube ich, heute Abend wieder im Livestream. Und jawohl, fetter Bonus hier auch noch drin. Uff, alles klar, vierfach Bonus, 5 Tage, Rathaus 14, go. Und dann mache ich mit euch heute Abend so ein bisschen weiter. Ich nehme jetzt aber mal so ein bisschen hier die Kobolde in die Pflicht. Kann ich die noch nehmen? Ach, kann ich gar nicht nehmen. Kann ich doch nehmen. Und den nehmen wir auch. Mit einer Pulle. Ich habe jetzt noch reichliche magische Items hier. Da können wir in jedem Fall heute Abend was machen. Da brauche ich vielleicht dann auch vielleicht eure Meinung mal wieder. Oder eure, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, eure Hilfe. Die ist mir ja immer sehr, sehr willkommen. Und dann würde ich sagen, ich wollte gerade sagen, ich baue mir jetzt mal eine Rathaus 14 Base. Nein, das mache ich nicht. Sondern ich gehe jetzt offline. Denn wie gesagt, ich muss noch ein bisschen weiterarbeiten. Farme jetzt aber dann auch ein bisschen heute Abend mit euch. Ich denke mal, wir werden in jedem Fall ein bisschen was live machen. Also, bis später. Ich glaube, das Ding ging jetzt auch schon ganz schön lange. Ich hoffe, die Premiere hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren da unten nicht vergessen. Und bleibt an meinem Kanal dran. https://twitch.tv/totoclasht. Und dann sehen wir uns sicherlich bei Rathaus 14 wieder. Ich bedanke mich. Wenn mir was Neues einfällt, dann lasse ich euch wissen. Also habt einen entspannten Wochenstart. Ich glaube, wir hatten einen coolen Wochenstart jetzt mit Rathaus 14 Start. Auf geht's, Toto. Ciao, ciao.